bewusste Roboterpriester werden, vielleicht noch vor den Frauen, wahrscheinlich. Im technischen Teil ging es mir vor allem darum, einfach Spaß in der Technik zu vermitteln. Ja, das seien sie gewiss, Digital Natives, aber womöglich, und das wäre nicht ganz so gut, Digital Natives. Das bedeutet am Ende schon sowas wie im Ansatz Gedanken lesen. All das ist durch Machine Learning da möglich. Ging es mir vor allem darum, einfach Spaß an der Technik zu vermitteln und zu vermitteln, wie die Technik funktioniert und einfach ein Gefühl dafür aufzuzeigen, was denn überhaupt künstliche Intelligenz ist, wie ein neuronales Netzwerk aufgebaut ist, was maschinelles Lernen ist und was das konkret bedeutet, eine künstliche Intelligenz mit Daten zu trainieren und Daten auszuwerten. Daran anknüpfend ergeben sich eben viele philosophische Probleme und viele philosophische Fragen, was sowieso das Hauptanliegen meiner Arbeit ist, gewissermaßen zwischen der Technik und der Philosophie zu vermitteln. Das ist auch sozusagen die Luxusposition, die ich in meinem Job an der Code University eben habe, sozusagen als Philosoph ganz eng mit Studierenden der digitalen Produktentwicklung zusammenzuarbeiten. Und mit ihnen gemeinsam über Technik zu reflektieren. Und was dann wiederum auch gleich in diese Frage führt, was macht denn KI mit uns als Gesellschaft? Und da ist sozusagen mein wichtigstes Anliegen oder meine wichtigste These, deutlich zu machen, dass Technik, also jede Technik, aber insbesondere auch digitale Technik und künstliche Intelligenz, nicht eben einfach nur ein Werkzeug ist, sondern uns als Gesellschaft verändert, beeinflusst unsere Wahrnehmung der Welt bestimmt und uns dadurch vor bestimmte individuelle, anthropologische und soziale Herausforderungen stellt. Und diesen Gedanken finde ich für so grundlegend. Nehmen Sie zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, wie Technik die Weltwahrnehmung verändert. Das ist zum Beispiel meine Brille sozusagen. Ohne Brille bin ich relativ kurzsichtig, mit Brille sozusagen. Kann ich auch auf die Ferne sehr gut und scharf sehen, weil ich nehme die Welt anders wahr. Gleichzeitig sozusagen ermöglichen sich dadurch erst Handlungsoptionen, die ich anders vielleicht gar nicht gehabt hätte. Und das ist ein Grundanliegen oder ein Grundgedanke hinter jeder Technik. Sei es mit der Erfindung der Eisenbahn, das wahnsinnige Auswirkungen auf unser Zeitverständnis hatte, der Erfindung des Flugzeugs, wo ganz neue Wünsche generiert wurden, zum Beispiel über den Atlantik oder über andere Ozeane zu fliegen und weite Strecke zurückzulegen. Und dann insbesondere eben auch der Computer, der natürlich unser Zusammenleben grundlegend verändert hatte. Und dem kann ich mich auch nicht entziehen, dem muss ich mich als Mensch, der in dieser Gesellschaft lebt, zu dem muss ich mich verhalten. Das Computer, dass das Internet gibt, dass es künstliche Intelligenz gibt und eingesetzt wird, um bestimmte Entscheidungen über mein Leben zu kontrollieren und zu steuern. Beispielsweise Bonitätsscores, die wie sie in Banken eingesetzt werden oder bei der Wohnungssuche. Versuchen Sie beispielsweise mal in einer großen Stadt wie Berlin eine Wohnung zu finden, ohne Ihren Schufa-Score vorzulegen. Dazu müssen wir uns irgendwie verhalten und das wirft moralische Fragen und Probleme auf. Und das meine ich mit diesem Grundgedanken, dass Technik nicht einfach nur ein Werkzeug ist. Und was insbesondere für alles betrifft, was gegenwärtig in der Algorithmendebatte und in der Debatte um künstliche Intelligenz diskutiert wird. Ausgegangen bin ich davon, dass heute eine
Überzeugung weit verbreitet ist, nämlich die, dass das Zeitalter der Menschen zu Ende geht, wie das schon der böse Zauberer Saruman im Herr der Ringe gesagt hat. Und was vielleicht etwas moderner klingt, dass das Zeitalter der künstlichen Intelligenz anbricht. Entsprechende Gestalten aus Film und Literatur kennen wir alle, wie die Terminatoren oder Skynet, die angeblich uns irgendwann in der Zukunft unterjochen oder vernichten werden. Philosophie, und das ist ja ein philosophisches Festival, dreht sich auch immer darum zu fragen, ist es wirklich so? Muss es so sein? Könnte es nicht anders sein? Also gleichsam den Spielraum des Denkens zu erweitern, vielleicht auch eine Verengung des denkerischen Blicks überwinden. Deswegen habe ich mit der These gespielt, es könnte ja genau andersherum sein, dass das Zeitalter der künstlichen Intelligenz zumindest in einem bestimmten Sinn zu Ende geht und das Zeitalter des Menschen anbricht. Dass das Zeitalter des Menschen anbricht, sagte da nicht nur der liebe Zauberer Gandalf im Herr der Ringe, das hat auch 2000 der Umweltwissenschaftler Paul Krusen gesagt, mit einem etwas anderen, heute zunehmend verbreiteten Namen, nämlich das Anthropozän. Das Anthropozän als das Zeitalter, in dem die Menschheit als eine geologische Wirkmacht auftritt, empirisch spürbar, was auch etwa eine außerirdische Zivilisation mit Sonden, mit Teleskopen beobachten könnte, dass plötzlich Uranablagerungen an den Polen zu beobachten sind, dass der CO2-Gehalt in der Luft drastisch steigt und sich dadurch das Klima auch verändert, Mikroplastik in die Meere gelangt, also irgendein neuer und sehr mächtiger geologischer Faktor ist offenbar auf der Erde entstanden. Und das sind wir, das sind die Menschen mit dem Geflecht von technischen Vorrichtungen, mit denen wir die Erde überziehen, überzogen haben, der sogenannten Technosphäre. Also insofern ist es plausibel, dass in diesem Sinn das Zeitalter des Menschen begonnen hat, was angesichts der drastischen klimatischen, aber vielleicht auch kulturellen und politischen Veränderungen, die damit verbunden sind, eine weniger gute Nachricht ist, als das noch etwa im Herr der Ringe der Fall war. Was unsere Zeit so besonders zu machen scheint, ist der Verdacht zumindest, dass hier zwei Zeitalter sich überlappen, das eine zu Ende geht, das andere anbricht. Was hat das jetzt aber zu tun mit dem Ende des Zeitalters der künstlichen Intelligenz? Um das zu verstehen, müssen wir uns fragen, was künstliche Intelligenz ist. Und hier habe ich mich auf eine Definition, auf eine Begriffsbestimmung berufen, die wir zusammen mit kanadischen Kollegen auch in einer interdisziplinären Forschungsgruppe versucht haben aufzustellen. Und danach ist künstliche Intelligenz die Lösung von Problemen durch ein technisches System, das so verfährt, als hätte es Bewusstsein. Das war so eine der Ansichten, zu denen wir gekommen sind in unseren Diskussionen, dass Intelligenz einmal einfach genommen sehr stark mit Bewusstsein zusammenhängt, wenn ganz grob gesprochen Intelligenz Problemlösen bedeutet. Dann kann ich ein Problem nur dann lösen, wenn es mir bewusst ist, wenn ich auf es stoße, mich an ihm stoße, mich daran abarbeite. Und das scheint nur dadurch zu gehen, das war zumindest unsere und ist doch unsere Überzeugung, dass ich mich mit Bewusstsein diesem Problem widme. Damit scheint uns aber gleichsam eine Verschlimmbesserung eingekauft zu haben, indem wir den unklaren Begriff der künstlichen Intelligenz durch den Begriff des Bewusstseins noch zu bestimmen versuchen, der lange Zeit in der Philosophie und in der Psychologie gerade im 20. Jahrhundert verrufen war, weil Bewusstsein eine zumindest aus einer bestimmten Richtung, aus der Richtung eines missverstandenen Empirismus und Positivismus, also von Richtungen, die sich eher auf die scheinbar neutrale, objektive
alltägliche oder wissenschaftliche Erfahrungen berufen möchten, nicht zugänglich ist. Wir haben Bewusstsein immer nur aus der ersten Person Perspektive zugänglich. Ich empfinde, ich urteile, ich vergleiche. Das sind für mich drei wichtige Aspekte von Bewusstsein, also der qualitative, es fühlt sich für mich auf bestimmte Weise an, der klassifikatorische, ich ordne das so und so ein, und einer, der oft vernachlässigt wird, gerade weil er eigentlich allgegenwärtig ist im Bewusstsein, den ich als den komparativen bezeichne. Natürlich unterscheiden sich die Dinge der Welt auf bestimmte Weise voneinander, aber sie unterscheiden sich nicht in dem Sinn, wie es im Englischen ausgedrückt wird, worauf sich etwa Spencer Brown bezieht, to draw a difference. Wir ziehen Unterschiede, wir stellen Unterschiede fest, wir vergleichen etwas miteinander, nicht das Verglichene vergleicht sich miteinander, wir vergleichen es miteinander. Und das hat auch viel mit unserem Selbstverständnis zu tun. Wenn wir uns etwa mit Maschinen vergleichen, gar mit Robotern oder mit Automaten gleichsetzen. Künstliche Intelligenz wird dann weiter unterschieden, wie ich glaube schon gesagt, in schwache und starke, in solche, die nur so tut, als hätte sie Bewusstsein, nur so funktioniert, und solche, die es wirklich hat. Und meine These, die ich im Vortrag vertreten habe, war, dass gerade im Holozän, als der Zeit, in der sich zahlreiche menschliche Hochkulturen entwickelt haben, durchaus eine Zeit der schwachen künstlichen Intelligenz gewesen ist, schon ein Zeitalter der schwachen künstlichen Intelligenz. Wenn wir nämlich einen weiten Technikbegriff voraussetzen, wie etwa von Thomas Heichele entwickelt worden ist, wenn wir Technik ganz allgemein verstehen als einen Um-zu-Weg, als einen Reflexionsbegriff, der eine bestimmte Art des menschlichen oder von Handeln überhaupt bezeichnet, nicht nur einzelne technische Gerätschaften, dann bekommt man nämlich auch im Blick, dass es Intellektualtechniken gibt, also zum Beispiel ganz basale Rechentechniken. Sebastian Rosengrün hat in seinen Vorträgen das kleine 1x1 erwähnt. Wir können an Kalender denken, an alle symbolischen, kulturellen Formen, die wir im Laufe der Menschheitsgeschichte entwickelt haben, um nicht immer, wie es im Englischen heißt, from scratch, vom Nullpunkt aus anzufangen. Und diese Arten von schwacher künstlicher Intelligenz, schwacher intellektual- und sozialtechnischer Intelligenz waren im Holozän, in den klassischen menschlichen Hochkulturen immer eingebunden in symbolische, in kulturelle Formen und so an das menschliche Bewusstsein der jeweiligen Menschen dieser Kulturen angekoppelt. Insofern war das zugleich eine schwache künstliche Intelligenz, aber auch durch die Teilnahme in unserem Bewusstsein, könnte man sagen, eine starke künstliche Intelligenz. Das Problem im Anthropozän ist nun, dass die schwache künstliche Intelligenz in ihrer digitalisierten Form, das war die These, die ich vertreten habe, nicht mehr in einzelne kulturelle Kontexte eingebettet ist, sondern durch die Leistungen solcher Denker wie Leibniz und Frege eine sehr allgemeine, sehr abstrakte Form entwickelt hat und wir noch nicht so weit sind, das wieder kulturell zurückzubinden. Und ja, die Aufgabe, die wir im Anthropozän haben, weil wir nur auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, auch in einem einfach informationstechnischen System, die Lage erfassen und vielleicht auch gestalten können, ist es eben die schwache künstliche Intelligenz, die wir haben und die auch nach meiner Überzeugung das Einzige ist, was wir jeweils an künstlicher Intelligenz haben werden, wieder gleichsam stark in unsere eigenen Kulturen einzubinden, sodass sie uns problemlösungsfähig machen und uns auch wieder stärker miteinander verbinden, als etwa uns in Experten und Abhängige teilen. Und denen annahmen, dass sie mit ihrer doch recht intelligenten Methode des Brandschatzens und Mordens die Menschheit überlaufen würden. Eine Frage war, ob der Trend heute nicht gegenläufig ist, ob die Schere zwischen Kenntnissen der Informatik, Kompetenzen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und der großen Zahl von Menschen, die künstliche Intelligenz direkt oder indirekt benutzt, von ihr betroffen ist, immer weiter aufgeht. Und das ist heute der Fall. Tatsächlich, das haben wir auch diskutiert, dass wohl die in der Literatur, in Filmen manifeste Angst vor einer starken künstlichen Intelligenz, vor einer Superintelligenz, die uns unterjocht,
wohl eine Art von Projektion, Reflexion dieses Gefühls der Ohnmacht ist, dass wir heute teilen gegenüber der Technik. Ich weiß ja nicht mehr, was für technische Möglichkeiten alle in dieser Kamera stecken, die gerade hier vor mir steht. Vielleicht ist das ein System, das komplexer ist als der Computer der Raumschiffe, mit denen wir auf dem Mond gelandet sind. Und ja, genau das ist eine Aufgabe. Also, ich bin zwar jetzt kein praktischer Philosoph in vielfacher Hinsicht, aber kann mich immer darauf zurückziehen, dass auch wir aus der theoretischen Philosophie immerhin Konsequenzen darstellen können, wenn wir das und das wollen, was sollten wir dann tun? Und wenn wir tatsächlich kulturelle Zusammenbrüche vermeiden wollen, das war auch ein Punkt, dass wir das schon im Holozän erlebt haben, offenbar, dass gerade der Erfolg der Anwendung einer regionalen Technosphäre dazu geführt hat, dass Menschen erfolgreich ihre Umgebung ausgebeutet haben, ihre Felder zu stark abgeerntet haben, Wälder abgeholzt haben, wie auch immer, und dann von Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen betroffen wurden. Es gibt ja entsprechende Schilderungen aus der uns bekannten Bibel, aber auch aus anderen Mythen des Nahen Orients und so weiter. Und der Karlsruher Klimaforscher Stefan Emeis hat das zusammengestellt und gesehen, es ist immer die Rede davon, die Menschen wehrten sich und wurden zu laut. Und dann traf sie die göttliche Strafe, also dann kam der ökologische Zusammenbruch. Damals noch abgefedert, abgepuffert durch ein insgesamt intaktes Erdsystem im Holozän, was wir aber, wenn wir als Menschheit gut weiter leben wollen, vermeiden sollten, ist eben ein globaler Zusammenbruch, der nicht mehr von regionalen Kulturen abgefedert wird. Und deswegen sollten wir uns genau darum bemühen, die Schere wieder zu schließen, soweit es geht, durch. Aber was natürlich nicht so geschehen kann, das auch in dem Blogbeitrag Stefanie Vogt gesagt hat, dass schon die Kinder in der Grundschule, im Kindergarten einfach mit Tablets und Laptops bombardiert werden, sondern das hat auch Sebastian Rosengrün in seinem Vortrag heute gesagt, wenn wir einfach den Menschen Maschinen, Tablets in die Hand drücken, dann lassen wir sie weiter Konsumenten bleiben, dann geht die Schere immer weiter auf. Was wir anstreben sollten, ist für uns alle eine größere aktive Kompetenz, Technik auch tatsächlich zu schaffen, mit Technik umzugehen. Ich muss mich aus relativer Laie bekennen, aber bin um jede rudimentäre Kompetenz froh, die ich da habe, aber hoffe, dass vor allem für die nächsten Generationen, dass sie eben hier tatsächlich wieder kreativ sein können, dass die Menschen auch ihre eigene Macht, ihr eigenes Schöpfertum gegenüber der Technik erleben und nicht mehr einfach sich als abgespeiste Konsumenten erfahren müssen. Also der Titel meines Beitrags war ja die Gestalt des menschlichen Bewusstseins und ich wollte damit deutlich machen, vor welchen Herausforderungen eine künstliche Intelligenzforschung steht, die versucht, menschliches Bewusstsein und vor allem auch menschliches Intelligenzleben nachzubilden und zwar in Echtheit, nicht nur in der in der Form, dass künstliche Intelligenz eine Art Werkzeug ist, um die menschlichen Bewusstseinsfähigkeiten zu vergrößern. Das war das zentrale Anliegen und dabei bin ich auf verschiedene Aspekte des menschlichen Bewusstseinslebens eingegangen, auf die Wahrnehmung, das Reflexionsbewusstsein, das Ich-Bewusstsein und auch auf das Denken. Das war eigentlich das zentrale Anliegen. Ich wollte damit auch deutlich machen, wie weit die künstliche Intelligenzforschung noch davon entfernt ist, sich dem menschlichen Bewusstsein wirklich anzunähern. Sie ist sehr weit davon entfernt, wenn auch punktuelle Leistungen natürlich sehr beeindruckend sind.
Also etwa, was das Schachspiel angeht, dass es Schachcomputer gibt, die von Großmeistern entweder gar nicht mehr oder kaum zu schlagen sind. Ich habe allerdings nicht ausgeschlossen, dass es möglich ist, ja, dass eine Maschine wirklich über Bewusstsein verfügen könnte. Das habe ich nicht ausgeschlossen, das möchte ich eigentlich auch nicht ausschließen, weil es könnte sein, dass es eine bestimmte Struktur gibt, eine bestimmte Organisationsform der Materie, die quasi automatisch dazu führt, dass es Bewusstsein in ihr dann gibt, dass das Bewusstsein in dieser Materie, die so organisiert ist, gezündet wird. Allerdings, wir wissen das bisher nicht. Aber auch beim natürlichen Bewusstsein muss das ja so gewesen sein. Erst war da eine Materie, die anorganisch war, dann kam es zu einer belebten Materie, die immer höher organisiert wurde. Und dann entstanden Nervensysteme und in diesen Nervensystemen auf einmal war Bewusstsein da. Also es scheint von der Komplexität, von einer bestimmten Organisationsform abzuhängen, dass Bewusstsein entsteht. Und dann kann man ganz grundsätzlich fragen, ja, warum sollte das prinzipiell unmöglich sein, so etwas nachzubauen? Aber uns fehlt noch viel bis zu diesem Punkt. Ja, also die Frage ist, ob die größte Gefahr der KI in der starken künstlichen Intelligenz liegt oder eher in der schwachen Intelligenz. Ich würde es genauso sehen im Prinzip. Es ist so, wenn es jemals gelingen würde, starke Intelligenz zu erzeugen, damit ist gemeint, wirklich bewusstseinshabende Maschinen zu produzieren, dann würde uns das vor große ethische Probleme stellen. Wir müssten diese Wesen in unsere Moral integrieren. Ich bin gar nicht der Meinung, dass diese Apparaturen uns dann sogleich unterjochen würden wollen. Das kann sein, das kann aber auch vermieden werden. Aber es sind jedenfalls gewaltige Probleme. Wir haben dann noch ein paar mehr Mitspieler mit dabei. Es könnte sein, es ist meines Erachtens extrem unwahrscheinlich, dass es jemals dazu kommt. Die unmittelbaren und tatsächlich größeren Gefahren gehen von der schwachen Intelligenz aus. Nämlich die Gefahr ist, dass wir dieser schwachen Intelligenz viel zu viel überlassen, ne, unseren eigenen Verstand abschalten und auf diese Algorithmen vertrauen, die ja schön und gut sind, aber man muss sie wirklich kontrollieren. Wenn man sie nicht kontrolliert, dann, und das heißt, dass wenn man ihnen blind vertraut, dann landen wir unter Umständen in großen Problemen. Das ist so, wie man wenn man einem Navigationssystem blind vertraut. Das ist ja auch schon vorgekommen, dass man dann im Hafenbecken landet. Gerade in unterschiedlichen Materialien realisiert, aber im Prinzip läuft das Gleiche ab. Und weil es keinen wesentlichen Unterschied zwischen Biologie und Physik gibt, kann es auch keinen wesentlichen Unterschied zwischen Menschen und Eine Frage ist, warum eigentlich Philosophie so wahnsinnig interessiert ist an den Errungenschaften der künstlichen Intelligenz. Weil die Informatikexperten sind da ja relativ gelassen und relativ entspannt. Die sagen halt auch, naja, so ganz krass starke KI vielleicht, aber ist eigentlich ineffizient. Wir wollen ja eher Maschinen, die ihre Arbeit gut machen und sozusagen nicht auf neue Gedanken oder Ideen kommen. Und für die Philosophie ist es aber in der Hinsicht spannend, weil wir hoffen, dass aus den Errungenschaften und Erkenntnissen der künstlichen Intelligenz und der Technik wir wie auch immer Rückschlüsse ziehen können auf unsere eigene Disposition als Mensch zwischen Körperlichkeit und geistigen Wesen. Und die Hoffnung ist, dass wenn wir sowas schaffen wie ein künstliches Bewusstsein zu produzieren,
dass plötzlich alle Diskussionen rund um die Leib-Seele-Debatte all für alle mal geklärt werden können. Dass dann die Emergentisten schreien können, juhu, wir hatten recht, oder die Funktionalisten oder die Epiphenomenalisten oder you name it. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mit der Hauptgrund, warum die Philosophie mit ganz wachsamem Auge auf die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz schaut. Eigentlich gehören Mensch und Maschine in eine und dieselbe Kategorie. Ich hatte ja ein bisschen was erzählt über den Panpsychismus, der ja das Mentale nicht nur auf der Ebene des Menschen oder vielleicht auch des Tierischen ansetzt, sondern die Meinung vertritt, dass zumindest Proto-Mentale, also zumindest Vorformen von geistigen und mentalen Eigenschaften in allen physischen Entitäten vorkommen. Und dass, wenn das Bewusstsein zündet, es kein Wunder oder kein Überraschungseffekt im klassischen Sinne ist, im Sinne einer starken Emergenz, wo plötzlich ja, auf der Ebene unter ist kein Hauch von Mentalem und plötzlich aus irgendwelchen Gründen, Komplexitätszuständen zündet das Bewusstsein. Das will der Panpsychismus vermeiden, weil er sagt, das ist übernatürlich, das funktioniert nicht. Ex nihilo nihil fit, aus nichts kommt nichts. Und die bessere Erklärung wäre es doch eigentlich zu sagen, nein, Mentales zieht sich durch die gesamte Wirklichkeit und es ist einfach nur eine graduelle Entwicklung, die da passiert. Und man kann zwar immer noch von Emergenz sprechen, aber nicht mehr von dieser starken Emergenz, die sozusagen von einer Ebene, wo keinerlei Mentales vorkommt, auf das starke Bewusstsein zündet, sondern die sich kontinuierlich stufenweise entwickelt. Die Frage ist, ob für den Panpsychismus die Wahrscheinlichkeit erhoben wird, dass zum Beispiel auch aus digitalen Strukturen Mentales hervorgeht. Und natürlich macht es es insofern leichter, als wenn ich in allen Ebenen der Wirklichkeit Mentales oder Protomentales vorfinden kann, dann ist die Hürde eventuell ein bisschen niedriger, dieses Bewusstsein ans Tageslicht zu bringen oder erkennbar zu machen, als wenn ich davon ausgehen muss, dass es wirklich physikalische Entitäten gibt, die sich die Mentalen komplett versperren. Interessant ist natürlich trotzdem, wie ich das machen soll, weil auch diese protomentalen Eigenschaften bleiben dämmerhaft. Also was bedeutet proto-mental? Offensichtlich ist es ja nicht so, dass wenn ich jetzt diese Kaffeetasse hier nehme, die Kaffeetasse spürt, oha, ich werde gerade genommen und jetzt wird da was draus getrunken, sondern es ist so eine Art Disposition auf einer sehr niedrigen Ebene, was eben mental auch erklärt werden kann. Vielleicht sowas wie, ja, vielleicht mit Leibniz sowas wie Abzeption, Perzeption, so in die Richtung von den Abstufungen her. Aber das größte Problem oder eines der größten Probleme des Panpsychismus bleibt natürlich die Spekulation. Ich kann das nicht untersuchen, ich kann das nicht empirisch nachweisen. Es macht als Theorie, macht es an der einen oder anderen Stelle ein paar Probleme wett, aber der spekulative Moment ist extrem hoch. Aus theologischer Seite könnten vielleicht die Fragen nochmal zugespitzt werden, wenn jetzt tatsächlich Bewusstsein in einer Maschine zündet. Was würde das bedeuten? Es gibt hypothetische Fragen. Jesus Christus hat ja die Welt erlöst. Schließt das auch Aliens und Roboter mit ein? Könnten bewusste Roboter Priester werden? Vielleicht noch vor den Frauen? Wahrscheinlich. Natürlich hat es theologische Konsequenzen, weil auch das Menschenbild, das theologische, ist sehr stark von der Würde aus hergerichtet, schon kantianisch. Der Mensch kann nicht zum Zweck degradiert werden. Der Roboter oder das künstliche Wesen oder die Maschine per se wurde aber zweckgebunden erschaffen. Technik bedeutet immer, etwas in Aktualität zu bringen für einen Zweck, um zu. In dem Moment, wo Bewusstsein vorkommt, habe ich natürlich meine ethischen Probleme an Bord. Weil plötzlich habe ich etwas, das Würde beinhaltet, das vielleicht einen Personenstatus hat und gleichzeitig aber auch eine Zweckorientierung. Und das ist natürlich ethisch ein Dilemma.
Ja, unser Thema lautete ja, an apple a day keeps the doctor away, also ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Dass das natürlich ursprünglich auf den Konsum des Obstes hinweist und dessen gesundheitsfördernde Wirkung ist klar, aber natürlich war mit dem Gedanken die Überlegung verbunden, dass mit den heutigen technologischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, sich die Grundfragen der Medizin, gerade auch des Verhältnisses vom Arzt, Ärztin zu den Patientinnen und den Patienten grundlegend zu ändern beginnt. Und wenn man ein Vorzeichen vor der Klammer des Vortrags benennen wollte, dann würde ich sagen, ist es eigentlich die Überlegung, womöglich unreflektierte Ängste, die da sein könnten, vor dem Hintergrund dieser Entwicklung zu zerstreuen und stärker auf die Chancen und die Möglichkeiten hinzuweisen, die sich durch diese Implementierung digitaler Techniken in diesem Kontext des Medizinbetriebs und des Gesundheitswesens in naher Zukunft ergeben könnten. Ein erster entscheidender Gesichtspunkt wäre der, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, den es festzuhalten gilt, nicht den Arzt oder die Ärztin zu ersetzen und zu sagen, okay, in Zukunft machen wir das alles in digitalen Konferenzen, sondern im Grunde Unterstützung zu bieten und den Betroffenen selber die Chance zu verleihen, in aktiverer Rolle an den Entscheidungsprozessen mit beteiligt zu werden. Also wenn man es auf den Punkt bringen will, könnte man sagen, im günstigsten Fall ist die Digitalisierung in der Medizin durch die Möglichkeiten der modernen Technologie ein weiterer Schritt zu dem Beitrag, eine, ich will mal sagen, patientenorientierte Medizin voranzutreiben. Ich hatte im Vortrag ja auch das Stichwort Shared Decision Making genannt, also geteilte Entscheidungsfindung. Das scheint mir für die nähere und weitere Zukunft ein sehr wichtiger Aspekt zu sein, dass die Betroffenen selber erwarten können und erwarten dürfen, dass sie, soweit das möglich ist, an solchen Diagnose- und auch Therapieentscheidungen mitbeteiligt werden. Und mein Beispiel heute war ja eine der ganz großen Zivilisationskrankheiten, eine der ganz großen chronischen Erkrankungen, die zudem auch beachtliche Summen des Gesundheitswesens verschleißt, nämlich die unterschiedlichen Formen von Diabetes. Und zu zeigen, wie gerade dort kleine technische Hilfsmittel, die schon auf dem Markt sind, dazu beitragen können, für die Betroffenen erhebliche Verbesserungen der Lebensqualität im Alltag zu erreichen und darüber hinaus auch die Möglichkeit zur Ansammlung und Kontrolle von Daten bewerkstelligt, die ja gerade für dieses Krankheitsbild von entscheidender Bedeutung sind. Dass also man sagen kann, dass die Unterversorgung, die aktuell noch existiert, gegebenenfalls dadurch nachhaltig zum Besseren hin beeinflusst werden könnte. In dem ganzen Szenario, und das machen Umfragen auch deutlich, und das ist nicht wirklich überraschend, ist die größte Skepsis und die größte Sorge, die die Betroffenen auch artikulieren, die Frage nach der Datensicherheit. Das gilt ja ganz generell für die modernen digitalen Technologien, allerdings im Gesundheitsbereich sicher nochmal ganz besonders. Wir würden sagen, Daten sind die neue Währung, das neue Kapital in der digitalen Technologie, und womöglich wird man ohne Zweifel sagen dürfen, Gesundheitsdaten sind die sensibelsten Daten, die in diesem Zusammenhang zu benennen wären. Und die Erkenntnis oder die Behauptung, mehr Daten bedeuten auch mehr Erkenntnis, das könnte man kritisch hinterfragen. Und zum Zweiten müsste man natürlich auch sagen, inwieweit kann man sicherstellen, und inwieweit ist das auch möglich, die sogenannte informationelle Selbstbestimmung gerade in dem Bereich sicherzustellen. Und da wird man mit Blick auf die Vergangenheit sicher sagen dürfen, dass die Nutzer moderner digitaler Technologien vielleicht in dieser Frage zu arglos unterwegs waren. Dass sie also bereit sind, ihre Informationen preiszugeben, um Dienstleistungen nutzen zu können im Internet, und womöglich es im Nachhinein merken,
was sie da gemacht haben und dass sie diese Informationen eben nicht wieder einfangen können. Und man kann sich vorstellen, das mag bei bestimmten Fragen eher banal sein, meinetwegen, wo ich den letzten Urlaub verbracht habe, wo ich häufiger einkaufen gehe. Aber die Frage nach meinen Gesundheits- oder Fitnessdaten, die spielen natürlich eine große Rolle und, das wird man nicht bestreiten können, die sind ja mitunter für verschiedene Institutionen von großem Interesse, weil die mit diesen Ergebnissen gegebenenfalls Strategien entwickeln können, die dann ja auch kommerziell nutzbar sind. Wir hatten jetzt hier in dem Philosophiefestival einen überwiegenden Anteil von jungen Studierenden, also Schülern, die noch aktiv sind, die ja alle mit diesen modernen Devices groß geworden sind, für die das nicht etwas ist, was vielleicht neu ist, und die sich ja auch gerne selbst oder zumindest auch von außen als Digital Natives bezeichnet werden, also als geborene Vertraute mit den digitalen Techniken. Ich hatte das ja in den Ausführungen etwas vielleicht suffisant und ironisch angemerkt, ja, das seien sie gewiss, Digital Natives, aber womöglich, und das wäre nicht ganz so gut, Digital Naives, in dem Sinne, dass sie also relativ naiv auf diese Technologien zurückgreifen, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass sie damit ein Stück weit auch die Herrschaft über die eigenen Daten womöglich endgültig aus der Hand geben. Die modernen Technologien sind sicherlich vor allen Dingen dadurch geprägt, und das ist hochbedeutsam für die Frage nach moralischer Verantwortung, dass die Übersichtlichkeit verloren gegangen ist. Und das nicht nur bei den Technik-Laien oder selbst sogar bei den Digital Natives, sondern sozusagen bei den Entwicklern selber. Die sagen, mittlerweile sind die Algorithmen, gerade die komplizierteren und komplexen, so undurchschaubar geworden, dass wir zwar das generierte Ergebnis zur Kenntnis nehmen können, dass wir aber zum Teil sogar nicht einmal mehr in der Lage sind, die Genese dieses Ergebnisses zu rekonstruieren. Das heißt also, dass die Frage, wie ist aus den ursprünglich eingegebenen Daten dann das Ergebnis zu erklären und zu begründen, immer mehr verloren geht. Und diese Intransparenz ist natürlich mit Blick auf die Verantwortlichkeit ein Riesenproblem. Das ist in anderen Kontexten vermeintlich einfacher, aber wenn es bei der, wenn man so will, Verantwortung der Algorithmen respektive der Verantwortung der Entwickler darum geht, dass die selbst sagen, dafür sind wir nicht verantwortlich, dann ist das natürlich ein großes Problem. Vielen Dank für die Inspiration, und jetzt möchte ich Ihnen mit großer Freude die Urkunde überreichen. Herr Professor Mainzer, erstmal von meiner Seite aus den allerherzlichsten Glückwunsch zum Mekatzer Philosophiepreis. Ich freue mich mit Ihnen, dass Sie den dritten Preis da gewonnen haben für Ihr Lebenswerk, so war ja die Laudatio. Und Sie haben einen hervorragenden Festvortrag gehalten zum Thema Quo Vadis KI. Und da würde ich Sie bitten, einfach unserem Publikum vielleicht auch nochmal in kurzen Worten näher zu bringen, was da Ihr Hauptanliegen war. Ja, mein Hauptanliegen war, bezogen auf die Nachhaltigkeit, dass eine nachhaltige KI heute vehement zusammenhängt mit unserem Energieproblem.
Das heißt, wir können nicht auf Teufel komm raus digitalisieren und KI durchführen, sondern wir müssen das im Sinne einer nachhaltigen Innovation beides im Auge behalten. Die Digitalisierung als wichtiges Instrument zur Bewältigung der großen Datenmengen heute auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch die Energie, die dabei verbraucht wird. Und die ist enorm, die Digitalisierung geradezu verschlingt. Das heißt, die Energie, die hier verbraucht wird, muss nachhaltig sein. Es müssen die erneuerbaren Energien sein. Das heißt, nachhaltige Digitalisierung bedeutet erstmal, dass wir energieeffizient arbeiten müssen. Ich habe im Vortrag übrigens die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns hervorgehoben, die nicht den sogenannten von Neumann Flaschenhals hat. Also vereinfacht gesagt muss man sich das so vorstellen, unsere zeitgenössischen Rechnertechnologien müssen die Daten wie den Ketchup durch den Ketchup-Flaschenhals hindurch zwängen. Und deshalb suchen wir auch derzeit nach alternativen Rechnertechnologien, die nicht nur das menschliche Gehirn wie in den neuronalen Netzen simulieren, sondern tatsächlich auch in der Hardware bauen. Das sind dann nicht die Gewebe, lebenden Gewebe wie bei uns, sondern durchaus realistischerweise auch bewährte Hardware-Technologien wie Silizium und die Nanotechnologien. Aber am Ende die Vorteile. Der wesentliche Vorteil ist, dass diese Trennung von Prozessoren und Speicher. Und Speicher, wie in den von Neumann-Technologien, im Gehirn nicht vorliegt. Das heißt, so eine kleine Synapse integriert beide Funktionen und dann milliardenfach über das Gehirn verteilt, enorm energieeffizient. Ich habe eben bildlich gesprochen, es ist im Grunde die Energie von Glühbirnen, die wir brauchen. Und jetzt schauen Sie sich mal in Garching bei uns hier in München diesen Superrechner an, wie er dampft dort und riesige Fabrikanlagen und jetzt unser umweltfreundliches Gehirn. Also diese Energieeffizienz ist im Neurocomputing tatsächlich auf der Tagesordnung. Ich bin, wie ich erwähnt habe, in einem Zukunftscluster des BMBFs, das sich darum kümmert, nicht nur theoretisch, sondern auch in Zusammenarbeit mit Industrie, übrigens auch mittelständischer Industrie, spezialisiert geradezu auch in den Materialien, die dazu notwendig sind, um sowas am Ende auch zu realisieren. Und 2019, wissen Sie, brach die Pandemie bei uns aus. Da wurde dieses Programm und ähnliche Programme anderer Firmen auch dazu eingesetzt, etwa die Covid-Viren zu untersuchen, die Membran, den Aufbau dieser Viren, um damit auch entsprechende Gegenmaßnahmen einladen zu können. Und was die Verantwortung betrifft, das ist ja die andere große Frage, da habe ich von der dunklen Seite der Macht gesprochen. Und um das plastisch auch zu demonstrieren, was uns da heute ins Haus steht, an den Social Score erinnert in China. Und das bedeutet, dass dort von jedem Bürger, jeder Bürgerin ein digitaler Zwilling erstellt wird. Von der Wiege bis zur Bahre, alle Daten, alles, was jemand gemacht hat, wird dort festgehalten. Und in meinem Vortrag habe ich auch erwähnt die Möglichkeiten des heutigen Machine Learning. Das heißt, mit diesen statistischen Lernmethoden ist man heute schon in der Lage, Intentionen und Absichten zu erkennen, was die Philosophen eine Intention nennen, Absicht. Und zwar aus den Datenverteilungen, den Datenmuster, den Korrelationen heraus. Das bedeutet am Ende schon sowas wie im Ansatz Gedanken lesen. All das ist durch Machine Learning da möglich. Und nur stelle man sich das vor, konzentriert in einer Zentrale des Staates, das ist natürlich Orwells Welt und das ist der Big Brother, ohne Wenn und Aber. Und dann natürlich die Herausforderung, das war vielleicht der Höhepunkt meines Vortrags für Europa, nämlich wir müssen hier wirklich einen Gegenentwurf aufbauen mit unserer Wertordnung, alteuropäisch sage ich, das kommt ja aus der Französischen Revolution, die Freiheitsrechte, die in unseren demokratischen Verfassungen
stehen in Europa, insbesondere natürlich auch in anderen Ländern. Ich möchte Japan hervorgeben, auch die USA übrigens, die ihre eigene Tradition und ihre eigene Revolution dort haben. Und das ist im Zentrum die Gewaltenteilung gegen die autoritären Regime und die gegenseitige Kontrolle der politischen Gewalten. Und das ist dann natürlich vor allen Dingen sind die Grundrechte, die individuellen Menschenrechte und was jetzt in diesem kriegerischen Konflikt auch deutlich geworden ist, die eindeutige Orientierung am internationalen Völkerrecht. Und das sind unsere moralischen Werte und die gilt es natürlich auch zu verteidigen nach außen. Aber dazu müssen wir zunächst einmal auch uns nicht nur aufs moralische Ross schwingen, sondern wir müssen technologisch stark werden. Unsere Wirtschaft muss stark sein. KI, IT gehören damit dazu, damit wir international auch wettbewerbsfähig sind, auch mit den Weltmächten. Und dann verbunden eigentlich mit diesem moralischen Kompass, von dem ich eben gesprochen habe, ich möchte geradezu von einem Leuchtturm sprechen, hier in Europa, den es auch zu verteidigen gilt. Und das heißt allerdings auch mit militärischen Mitteln und damit auch mit der Unterstützung von KI und IT. Und gleichzeitig nochmal hervorgehoben die ökologischen Systeme. Die ganz große Herausforderung unserer Generation. Dazu brauchen wir auch diese KI und diese IT, um die entsprechenden Daten auch zu erfassen, damit wir korrekt angepasste auch Maßnahmen zum Schutz dieser Umwelt auch einleiten zu können. Vielen Dank. Das war jetzt Ihr Ausblick auf die Zukunft auch der künstlichen Intelligenz mit den ganzen Rahmenbedingungen, die dazu notwendig sind, mit den Werthintergründen, die da notwendig sind. Ein Punkt kam in Ihrem Vortrag vor, und zwar der Punkt der Superintelligenz. Ist das eine reale Gefahr oder eine reale Aussicht, vor der wir uns wappnen müssen? Es ist immer auch in der KI mit der Technik so, es gibt große Chancen, es gibt auch Gefahren. Und was ich auch hervorgehoben habe, ist, wir orientieren uns immer an bei der Intelligenz an personalen Vorstellungen. Übrigens, das habe ich nicht erwähnt, auch die Vorstellungen der Götter war immer mit einem perfekten menschlichen Körper versehen, ja wenigstens in der christlichen Tradition. Das Antlitz der höchsten Intelligenz ist die eines Menschen. Und was die Natur hervorgebracht hat, ist Schwarmintelligenz. Und das bedeutet, schauen sich diese kleinen Termiten an, unscheinbare Tiere. Es gibt keinen Termitengeneral, der alles weiß und die anderen für uns aus. Oder einen Termiten-Einstein, sondern diese Tiere sind im Grunde sehr primitiv, nur geringe Reaktionen, aber das Zusammenspiel, die Interaktion von allen, erzeugen einen Mehrwert, eine beachtliche Intelligenz, die also diese Termitenbauten hervorbringt, ganz raffiniert mit Kühlsystemen oder die raffinierte Logistik. Und das ist die Analogie zur Technik auch heute, nämlich zum Internet. Und das Internet war der Einstieg in diese weltweite Vernetzung. Zunächst der Computer, heute das Internet der Dinge. Auch Realität längst, unsere Smartphones, die piepen dauernd. Das heißt, irgendwie keiner weiß, was da eigentlich passiert. Sie verständigen sich untereinander. Und ganz ähnlich in der Automobilbranche, die Automobile immer stärker miteinander vernetzt, Roboter und Flugzeuge. Dann habe ich die Smart Houses zunächst erwähnt. Das kennen wir ja auch schon in einzelnen Häusern. Das ist die Infrastruktur, die Energieversorgung selber organisiert, die Lichtverhältnisse selber einstellt und so weiter. Smart Cities. Übrigens kein Science Fiction, längst realisiert, hier in Europa bemerkenswerterweise, nicht in Deutschland, sondern in den baltischen Staaten, die möchte ich mal hervorheben, in der Digitalisierung viel weiter als wir oder Irland beispielsweise, selbst Spanien vorbildlich. Die nationalen Gesundheitssysteme haben gezeigt, dass bei uns da noch Luft nach oben ist. In der Einzelleistung sind wir gut,
aber in der Vernetzung bei uns noch häufig Daten mit Kugelschreiber und, und Faxgeräten und so weiter. Dieses Zusammenwachsen, und das wächst zusammen. Ja, und das kann ist die, das hinauslaufen ja, auf eine Superintelligenz? Das legt natürlich nahe, dass das in diese Richtung dann geht und dann so als Mehrwert, als Emergenz, würde man als Philosoph sagen, dort auch so eine Art Superintelligenz sich allmählich verselbstständigen mag. Und ich habe dann darauf hingewiesen mit den alternativen Technologien, also dieses Neurocomputing, was ich am Anfang herausgestellt habe, dann auch das Quantencomputing, was auch enorme Beschleunigungen bedeutet für die Informationsverarbeitung. Das jetzt in Verbindung mit dem Neurocomputing, also den Möglichkeiten, ähnlich wie das menschliche Gehirn, energieeffizienter zu arbeiten, dann ahnt man, was sich da an hybrider KI eigentlich in der Zukunft abzeichnen mag. Und das könnte in diese Richtung gehen. Ich habe ja zum Schluss durchaus bewusst auch eine Perspektive aufgemacht, die zunächst wie Science Fiction klingt, aber nicht Science Fiction ist. So sind die Chinesen längst dabei, seit einigen Jahren ein Quanteninternet aufzubauen. Und das bedeutet im Unterschied zum normalen Internet mit den herkömmlichen Computern, dass wir instantan, augenblicklich Informationen an entfernten Orten teilen können. Also es bedarf nicht der Signalübertragung, die Zeit braucht. Und das würde bedeuten, dass man zunächst Bodenstationen in dieser Weise verschränkt, sagen die Quantenphysiker, und dass man dann, und das wäre die Science-Fiction-Perspektive, Raumstationen miteinander verschränkt und am Ende vielleicht Planeten dort mit den Arbeitsstationen von Menschen. Das heißt, man stellt sich vor, mit der Quantencomputing, man rechnet am Ende dort mit Lichtteilchen. Ja, also und Lichtstrahlen. Das heißt, so eine Art Lichtgehirn mit dem Neurocomputing habe ich aufgemacht, das da aufgespannt wird von der Erde aus. Ja, klingt wie Science Fiction, aber ist am Ende physikalisch durchaus denkbar. Und jetzt kommt natürlich Ihre Frage, die immer kommt. Wie weit lassen wir hier Verselbstständigungen zu? Wie weit schränken wir das ein, dass wir am Ende, hier passt es wirklich, the master of the universe bleiben, ja, und uns das Ganze hier nicht wie bei den Zauberlehrlingen über den Kopf wächst. Also das sind Dinge, die wir von Anfang an mitbedenken müssen, sodass auch in 10, 20 Jahren jemand dann kommen kann und über verantwortungsvolle KI redet. Also ich möchte betonen, diese Technologien sind nicht von Hause aus feindlich, sondern ja, es ist ganz primitiv, wie bei dem Messer, ja, oder den Steinzeitmenschen mit dem Keil, Kain und Abel. Ja, es kommt darauf an, wie man diese Werkzeuge am Ende einsetzt. Und deshalb auch nochmal mein Appell, und zwar aus der Erfahrung unserer eigenen Geschichte. Die Moral ist nicht vom Himmel gefallen, sondern unsere Erfahrung mit Moral ist auch ein Ergebnis eines Erfahrungsprozesses der Menschen. Und deshalb ist es so erschütternd heute, dass da keiner hat damit gerechnet, dass wir jetzt wirklich zurückfallen in ein früheres Jahrhundert mit unseren Ideologien in das 18. und 19. Jahrhundert. Das ist ja einfach furchtbar. Und wir haben ganz andere Probleme. Das ist das, was mich am meisten da aufregt. Und warum dieser Mann mich da in Russland so aufregt, weil es ist ein gewaltiger Rückschritt. Wir haben andere Probleme zu lösen, die auf der Tagesordnung stehen, die die ganze Menschheit betreffen, auch Russland betreffen, auch China betreffen, die größten Länder mit den USA zusammen dieser Erde. Wir brauchen diese Länder, um diese Weltprobleme der Menschheit zu lösen. Und dann sowas. Unbelievable. Ja. Ganz herzlichen Dank für Ihren Ausblick in die Zukunft, das, was möglich ist und auch das, was verantwortbar ist. Und ich wünsche Ihnen einfach, dass Sie noch lange dabei bleiben, diesen Weg zu begleiten, technischen Fortschritt, aber auch verantworteter technischer Fortschritt. Ihnen alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.